Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Ich habe mir einen Historiker ausgeliehen, der mittlerweile in Fachkreisen als Universalhistoriker gehandelt wird. Sein Name ist Matthias von Hellfeld und ausgeliehen habe ich mir den von D-Radio Wissen. Hallo Matthias. Ich grüße dich, hallo. Unser Thema heute ist der Anfang vom Ende, habe ich gelesen. So kann man das sagen. Der Anfang vom Ende, das ist genau richtig. Es geht um den Beginn des Feldzuges gegen Russland oder die Sowjetunion damals im Juni 1941 von Hitler in einem Dossier genannt als der Fall Barbarossa. Daraus wurde dann später das Unternehmen Barbarossa. Also der Angriff eben auf die riesig große Sowjetunion im Juni 1941. Womit er sich die zweite Front aufgemacht hat, woran er dann wahrscheinlich letztlich gescheitert ist, oder? Also Historiker sind sich einig, diesen Krieg hätte Hitler unter keinen Umständen gewinnen können. Und auch nicht, wenn er nur an einer Front geblieben wäre? Also wenn er an einer Front geblieben wäre, dann hatte er den Krieg ja mehr oder weniger schon gewonnen. Denn im Westen waren alle potenziellen Gegner geschlagen in den sogenannten Blitzkriegen. Also die Benelux-Staaten, Frankreich waren niedergeworfen sozusagen und besetzt zu großen Teilen. In Skandinavien hatten die Deutschen Fuß gefasst. Ja. Der Krieg gegen England ist nicht erfolgreich gewesen, aber er hat ihn auch nicht verloren. Ja, also England wäre dann wahrscheinlich so der ewige, aufmüpfige Inselstaat geblieben oder irgendwie sowas, oder? Ja, also in Hitlers Augen eher nicht. Also er wollte ja eigentlich mit England gemeinsam als ebenfalls in Anführungsstrichen gesagt arische Rasse gemeinsam Europa beherrschen. Und die Briten haben ihm aber nur den mittleren Finger gezeigt und haben gesagt, das werden wir auf gar keinen Fall tun. Und haben also gegen ihn gekämpft oder gegen die Deutschen gekämpft, wie man weiß. Aber letztendlich wären dann die Engländer übrig geblieben. Die Amerikaner, das muss man auch im Kopf haben, waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in den Krieg eingetreten. Wann sind die dazu gekommen? Das war nach Pearl Harbor und das war 3 Monate oder 4 Monate später. Also insofern war die Sachlage und die Weltlage noch eine ganz andere. Und die Deutschen hatten sich überlegt, und das, bevor man sich überhaupt mit diesem Krieg auseinandersetzt, es war vornherein klar, dass Hitler diesen Krieg wollte. Es gibt Zitate von ihm, in denen er das also ganz deutlich zum Ausdruck bringt. Er wollte Lebensraum, in Anführungsstrichen gesagt, Lebensraum im Osten gewinnen. Er wollte die Bodenschätze und die Ressourcen haben und er wollte einfach im Grunde genommen das Land ausplündern und Europa so aufgliedern, dass ganz oben die Deutschen sitzen und herrschen und dann in abgestuften Formen Arbeitsvölker sozusagen um sie herum drapiert werden, die eben für den Wohlstand und den Reichtum Deutschlands sorgen und damit auch für das Wohlergehen Gesamteuropas natürlich. Und das Ganze sollte natürlich, wie gesagt, alles in Anführungsstrichen gesagt, judenfrei sein und bolschewistenfrei. Und um das durchzusetzen, wurde also... Diese Untervölker, das waren aber nur die osteuropäischen Völker, ne? Mit den Franzosen und so hat er kein Problem gehabt, oder? Also alles, was westlich der Oder war, fand er alles gut, oder? Nein, es war abgestuft. Also es gab schon deutliche Unterschiede. Sie hatten ja die arischen Gruppen und die Untergliederung, wie man also Menschen einsortieren kann, das war ja fast eine Wissenschaft bei den Nazis. Und die hatten sich das genau überlegt, jedenfalls meinten sie das. Und sie haben einfach Abstufungen gemacht und haben gesagt, ganz oben auf der Leiter stehen die Arier und alles, was dahinter kommt, gruppiert sich drunter. Und am Schluss waren eben die slawischen Völker. Ja. Und auch da gab es wiederum Abstufungen. Und die ganz untersten waren die Russen sozusagen, die ganz weit im Osten waren. Und für die war im Grunde genommen das Arbeiten vorgesehen und für den Rest der Menschheit dann in Europa der Reichtum. Hat er das irgendwie nachvollziehbar begründet? Also nachvollziehbar, ich meine jetzt mit einer inneren Logik, begründet? Oder hat er sich das einfach so aus dem Arsch gezogen? Nein, nein. Es gab eine in Anführungsstrichen natürlich innere Begründung. Die basierte eben auf der biologistischen Vorstellung von stark und schwach, von Ausmerzen, von Erhalt des Starken und Vernichten des Schwachen, des Kranken, des Bösen. Das galt im Übrigen nicht nur für die Juden, für die in allererster Linie, aber selbstverständlich galt das eben auch für das eigene Schwache, also für Kranke und Körperbehinderte, geistig Behinderte. Die sollten in den großen Euthanasieprogramm umgebracht werden, schlicht und ergreifend. Und dagegen hat sich aber sehr großer Widerstand in der Bevölkerung breit gemacht, sodass das also nicht in dem Maße gemacht werden konnte, wie es eigentlich gemacht werden sollte.
Aber da, wo man es machen konnte, außerhalb des Deutschen Reiches, nämlich in Polen, wurden die Juden, wie wir wissen, in Vernichtungslagern umgebracht und mit ihnen eben auch gleich das, was man die bolschewistische Intelligenz nannte. Was ist das eigentlich? Das sind Dichter. Also Bolschewismus, das habe ich auch nie nachgeschlagen. Ja, das ist jetzt noch eine ganz lange andere Debatte, das müssen wir mal ein anderes Mal machen. Aber selbstverständlich ist das eine, in Anführungsstrichen, auch sehr interessante Geschichte. Weil, ich glaube, du brauchst nicht jedes Mal in Anführungsstrichen zu sagen. Ich glaube, ja, okay. jeder, der es hört, weiß, dass wir jetzt nicht hier irgendwie völkisch gewandelt sind plötzlich. Sind wir wirklich überhaupt nicht, nein, das Gegenteil. Also den Nazis war schon klar, dass natürlich die Bolschewisten, also die Kommunisten in der Sowjetunion und in anderen osteuropäischen Staaten, aber auch in Deutschland, natürlich intelligente Köpfe in ihren Reihen hatten und die wurden als allererstes herausgeholt und verhaftet, umgebracht, weggeschleppt oder ins Exil getrieben. Und die Idee dahinter war, dass man, wenn man ihnen den intellektuellen Kopf abschlägt, dass dann eben auch keine ernstzunehmende Bedrohung mehr von ihnen ausgehen würde. Und das war ja auch tatsächlich weitgehend richtig, weil in Europa sind die Kommunisten in den Untergrund getrieben worden, haben Widerstand geleistet und auch sehr viel Schaden für das Reich angerichtet. Aber sie haben eben nicht mehr eine ernsthafte Bedrohung. Da sind keine ernsthafte Bedrohung mehr gewesen. Und insofern war diese Strategie, wenn man das aus der Sicht der Nazis betrachtet, natürlich vollkommen richtig. Gewendet ist das ja heute noch der Spruch, der Fisch stinkt immer vom Kopfe her. Ja, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Ne? Ja. Also schlag den Kopf ab, dann stinkt der Fisch nicht, was nicht stimmt, aber ja. Was nicht stimmt, aber in dem Fall ist es ja etwas anders gemeint, aber es ist auf jeden Fall, war das die Strategie und die wurde eben auch als Begründung sozusagen, als innere Begründung auch immer wieder bekannt gegeben. Und es war der Kampf Braun gegen Rot, es war der Kampf Böse gegen Gut, es war der Kampf der arischen Deutschen, faschistischen Deutschen gegen die bolschewistischen Untermenschen, gegen diejenigen, die, ja, wie soll ich sagen, also das Böse schlechthin waren und die Unheil über die Menschen bringen. Das wurde alles propagandistisch von Goebbels und Co. den Menschen beigebracht. Und dann war sozusagen irgendwann auch klar, dass der Krieg beginnen würde, obwohl, und das ist so für den Hinterkopf auch nochmal ganz wichtig, im August 1939 diese beiden Diktatoren einen Pakt geschlossen haben, den berühmten Hitler-Stalin-Pakt. Ja. Und in diesem Pakt haben sie sich gegenseitige Achtung ihrer Interessenssphären gewährleistet, und zwar in Polen und im Baltikum. Sie haben die Interessensgebiete in Mittelosteuropa abgesteckt. Moment, wann war das? Ich habe das Datum schon wieder vergessen. August 1939. Also vor diesem Überfall, also bis dahin. Also das heißt, Hitler hat gesagt, nein, ich marschiere nicht in Polen an, ist dann einen Tag später in Polen einmarschiert. Doch, der hat schon gesagt, dass er in Polen einmarschiert, aber das hat er eben nicht in Polen gesagt, sondern Stalin. Und Stalin hat gesagt, super, dann marschiere ich von der anderen Seite ein und dann teilen wir uns dieses Polen erneut mal wieder auf unter uns beiden. Genau, Polen ist ja ständig geteilt worden, ja. Also nur als Klammerbemerkung, wer je versuchen will, Polen zu verstehen und was die polnische Regierung, nicht nur diese, sondern auch die anderen vorher machen oder nicht machen, der muss wissen, dass Polen 7 oder 8 Mal von seinen raffgierigen Nachbarn zerstört worden ist. Das gab Millionen Polen, aber kein Polen. Und das ist jetzt wieder so gewesen, bis zu einer bestimmten Linie, ungefähr Brest-Litovsk, das kann man so als Namen sich ganz gut merken, hatten die beiden gesagt, bis dahin, also ich sag mal, von links kommen die Deutschen und von rechts kommen die Russen. Entsprechend allergisch reagieren die Polen eben heute auch auf solche Sachen wie Vertriebenenverbände und sowas, die immer noch nicht aufgegeben haben, da ihre alten Besitztümer zurückzufordern. Ne? Aber hallo, und sie reagieren vor allem noch mehr aufgeregt, wenn Deutsche und Russen eine Gaspipeline bauen um Polen herum. Das ist einfach, das ist sehr, sehr unklug gewesen, weil man damit den Polen tatsächlich richtig auf die Nerven getreten hat. Und sie sind die Ersten in Europa, die hier schreien, wenn die Amerikaner irgendwelche Raketen stationieren wollen. Das alles hat damit zu tun, aber ist jetzt nicht unser Thema. Entschuldigung. Nein, nicht Entschuldigung, das gehört ja auch dazu, aber das ist jetzt, das würde viel zu weit führen. Da sind wir hier in 5 Stunden noch. Warum hat Hitler das eigentlich Barbarossa genannt? Gibt es dafür irgendeinen guten Keine Grund? Ahnung. Okay. Klare Antwort, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er an Barbarossa gedacht, den Kyffhäuser, den großen Kaiser mit dem roten Bart. Aber ich habe keine Ahnung, wirklich, müsste ich nachgucken. Und aber unabhängig davon jetzt, es war lange geplant, es war keine Überraschung. Auch Stalin kann eigentlich nicht von sich behaupten, dass es eine Überraschung gewesen sei. Man hat ihn vorher gewarnt. Deutsche Widerstandsgruppen hatten sich im Generalstab einquartiert und hatten Stalin tatsächlich zukommen lassen, dass also dieser Überfall bevorsteht. Und dann ist er erfolgt im Juni 1941 und dann sind 100... Stalin war gewarnt und...
Stalin war gewarnt. Und hat aber nichts gemacht. Der hätte einfach nur irgendwie die Rote Armee an der Grenze aufmarschieren lassen müssen. Ja, hätte er machen können und hätte, also er hat auch zum Teil Truppen wohl zusammengezogen. Das wurde dann von den Deutschen auch als Begründung für den Einmarsch gegeben. Also in Anführungsstrichen Begründung. Und hat aber selber dann völlig fassungslos reagiert, als die Truppen tatsächlich dann über die Grenze geschritten sind und den Krieg erklärt haben. Das war für ihn tatsächlich wohl irgendwie so eine Art Schock, weil er tatsächlich nicht damit gerechnet hat, dass Hitler so verrückt ist und dieses riesige Reich. Ich meine, wir müssen uns mal, wenn man auf die Landkarte guckt, das ging über 11 Zeitzonen und auch heute tut es das noch. Und das ist einfach ein so gewaltig großes Land, dass wenn man da anfängt reinzumarschieren, dann ist man schon verloren, wenn man den ersten Schritt getan hat, weil es einfach viel zu groß ist. Na gut, das hat Hitler jetzt nicht, also ja, okay, Hitler war größenwahnsinnig. Das hat er nicht gestört. Der wollte ja auch nur bis zum Ural. Ich meine, auch das ist schon völlig irre, aber egal. Er wollte natürlich vor allem den europäischen Teil haben und ausplündern und hat jede Gefahrenwarnung ignoriert und hat gesagt, also wir machen das jetzt, wir müssen das jetzt machen, damit wir die Ernte noch mitkriegen und deswegen müssen wir ganz schnell in die Ukraine, in die Kornkammer. Und haben das hat auch alles am Anfang wunderbar funktioniert. Das heißt, der hat so Gas gegeben, weil er gleichzeitig das eroberte Land brauchte, um die Truppen weiter zu versorgen, mit denen er weiter erobert? Oh, ja, natürlich. Also okay. du brauchst natürlich Unterstützung, Ernährung, du brauchst einfach klar. Nachschub, du musst fremdes Kriegsgerät haben, damit du dein eigenes schonen kannst und so weiter. Das sind alles Gründe, die natürlich damit eine Rolle spielen. Und die Idee war einfach, dass man wie in den westlichen Kriegen, also die sogenannten Blitzkriege, wo innerhalb von 3, 4, 5, 6 Wochen der Krieg beendet war, mit Frankreich beispielsweise. Und dass man dann einfach sagt, das machen wir jetzt mit Russland genauso und die werden wir in ein paar Wochen unterwerfen und dann werden wir einfach da reinrücken. Und dann ist sozusagen das Ziel, was ich mit der gesamten Politik habe, also die komplette Revision des Ersten Weltkrieges ist damit erledigt. Und damit ist sozusagen die Idee, weswegen ihn die Deutschen so toll gefunden haben, in den 30er Jahren im Prinzip realisiert worden. Und deswegen haben eben auch viele Leute in Deutschland, ich sag mal in den Jahren 1940, 41, vielleicht auch noch 42, waren begeistert davon, wie er das macht, weil er tatsächlich genau das erfüllt hat, was er ihnen versprochen hat. Und der Wohlstand ist dadurch auch noch gestiegen. Der Wohlstand ist gestiegen, ja, aber der Hauptpunkt war tatsächlich, es klappt. Ja? Also es ist nicht eine Fata Morgana, hinter der wir herlaufen, sondern es klappt. Wir können tatsächlich unsere Niederlage aus dem Ersten Weltkrieg in einen Sieg im Zweiten Weltkrieg ummünzen und wir können all das, was man uns abgenommen hat und was wir verloren haben und wo wir in unseren Augen ungerecht bestraft worden sind, wieder zurückholen und das Gleiche sozusagen mit den anderen machen und damit ist die Situation wieder hergestellt. So, das war für viele Leute tatsächlich ein Grund, Hitler eine lange Zeit positiv gegenüberzustehen, ihm sogar nachzulaufen. Ja. Und das kippte erst in dem Moment, als man merkte, oh, das ist ja doch nicht so einfach. Wann hat man das gemerkt? Naja, als die ersten großen Niederlagen kamen, als man feststellte, die Amerikaner sind in den Krieg eingetreten nach Pearl Harbor. Das war der Angriff der japanischen Luftwaffe auf den Marinestützpunkt in Pearl Harbor, der also für die amerikanische Flotte ein gewaltiger Verlust war, weil sehr viele Schiffe zerstört wurden und man auf einmal gesehen hat, wir sind mittendrin dabei in diesem Weltkrieg und dann auch sehr schnell die Stimmung in Amerika umschlug und also der amerikanische Präsident die Zustimmung bekam, in diesen Krieg einzutreten. So, und dann muss man sich noch mal ganz kurz vor Augen halten, wie die Landkarte aussieht. Europa ist zu weiten Teilen besetzt von Deutschland. Mhm. Italien ist an der Seite Deutschlands. Österreich ist eingemeindet, gehört zu Deutschland dazu. Und in Osteuropa sind sehr viele Länder besetzt, beziehungsweise sind an der Seite der Deutschen. Und Skandinavien ist besetzt, England ist gegen Deutschland angetreten, die Sowjetunion selbstverständlich und jetzt auch die Amerikaner. Und damit bist du aus deutscher Sicht betrachtet in der Mitte und du hast drei große Blöcke sozusagen gegen dich, die um dich herum versammelt sind, wenn wir mal die Amerikaner so ein bisschen geografisch mit da hinzuziehen. Ja. So, und da haben natürlich schon die Ersten angefangen zu überlegen, also kann das gut gehen, wenn so einer gegen alle und wir haben zwar Verbündete, aber die sind jetzt nicht so dolle und nicht so groß und haben nicht so gut ausgerüstet. Haben auch nicht so viel Bock auf diesen Scheißkrieg. Und mit den Japanern sind wir zwar auch vereint und so, das ist richtig, aber das ist ja alles weit weg im Pazifik und was die da machen, das interessiert uns eigentlich hier in Europa weniger. Also es gab so dann die ersten Stimmen und die wurden eben lauter.
und die wurden auch mehr gehört, dann auch in der Bevölkerung, und die Stimmung wurde dann eben auch schlechter, als beispielsweise Stalingrad passierte, wo man also merkte, es ist wirklich etwas dran. Diese Winter in Russland sind derartig affenartig kalt, dass man mit westeuropäischer Kleidung und Material und Durchhaltewillen da nicht so wahnsinnig viel ausrichten kann. Und als dann eben solche Nachrichten kamen, merkte man dann schon in der Bevölkerung, dass eben auch, ja, die ersten so anfingen, naja, das kann ja nicht gut gehen, dann wurden so Stänkereien laut, und dann ist im Grunde genommen ist das wie so ein Schneeball. Mhm. Du kannst dir vorstellen, so eine Diktatur kann ja nur dann existieren, wenn sie nicht allzu viel Aufwand betreiben muss, um die eigene Opposition niederzuhalten. Ja. Weil musste das Deutsche Reich dann tatsächlich mehr Aufwand im Inland betreiben? Naja, klar, du musstest dafür sorgen, dass also Defätisten und Kriegsdienstverweigerer und Leute, die schlechte Witze machten, in Anführungsstrichen, verfolgt wurden, eingebuchtet wurden, vor Gericht gestellt wurden. Es war einfach, der Aufwand wurde jeden Tag größer. Und am Schluss des Dritten Reiches hatten die ja mehr mit sich selber zu tun als mit den anderen, die sowieso das Land erobert haben, weil sie keine Gegenwehr mehr verspürten oder nicht mehr viel Gegenwehr. Und meine These ist ja, Diktatoren können sich so lange halten, wie im Inneren einigermaßen Ruhe ist und sie ihre Ressourcen und ihr Geld und ihr Personal eben auf die Absicherung dieser Diktatur nach außen richten können. Wenn es im Inneren immer weiter schwierig wird und immer mehr Menschen dagegen sind, dann ist der Aufwand eben, das dort zusammenzuhalten, zu groß, und das Geld und die Ressourcen und das Personal fehlt an anderer Stelle. Und dann implodiert es. Dann implodiert es und damit ist es dann beendet. Und um jetzt nochmal auf den Anfang dieses Feldzugs gegen die Sowjetunion zu kommen, es gibt eben im Nachhinein betrachtet, das kann man natürlich nicht machen, wenn der Tag selber gerade da ist, aber im Nachhinein betrachtet kann man sehr klar sehen, das war jetzt des Größenwahns zu viel, und das sind auch der Gegner zu viel gewesen, und damit war das Ende eingeläutet mit der Kriegserklärung an die Sowjetunion. Es war der 21. Juni 1941. Hat irgendjemand damals, als Hitler den Russlandfeldzug gestartet hat, schon gesagt, das ist der Anfang vom Ende? Also nee. Nirgends. Nee. Also alle haben gedacht, okay, jetzt geht's weiter. Ja, also auch im Ausland, was weiß ich. Ja, das kann man so, nein, im Ausland ist es noch was anderes, aber das kann man so pauschal nicht sagen. Die Leute waren erstmal total fasziniert, in Anführungsstrichen, davon, dass Hitler all diese Kriege davor und diese Feldzüge in einer derartigen Geschwindigkeit gewonnen hat, dass man sagte, der Typ ist echt ein Genie. Ja. Der Gröfatz, der größte Feldherr aller Zeiten, der war ja nicht von ungefähr, sondern der kam tatsächlich auch daher, weil die Leute mit offenem Mund gesehen haben, boah, das klappt. Ja? Wir können Frankreich, ich meine, mit Frankreich haben sich die Deutschen über Jahrhunderte gezankt und Kriege geführt. Und jetzt macht ihr da in 6 Wochen. Kapitulieren die. Genau. Ja. In 6 Wochen marschiert ihr da in Paris ein und geht morgens um 6. Da gibt es ja diese gespenstische Fahrt. Hitler fährt allein im Auto durch das menschenleere Paris. Mhm. An einem Tag morgens um 6 und stellt sich vor den Eiffelturm und überlegt, wie er dieses Teil nach Berlin kriegt. Hat er das wirklich überlegt? Er hat überlegt, er wollte ja, in Berlin sollte ja eine riesige Stadt entstehen, und die sollte eben sehr viel größer und sehr viel schöner und sehr viel opulenter sein als alles das, was um ihn herum war. Und dazu gehört natürlich auch Paris. Und da hat er sich das angeguckt. Der war ja so ein bisschen Architektur interessiert und hat dann dazu die Straßen leer machen lassen. Und das ist schon wirklich sehr gespenstisch. Und die Leute haben das in Deutschland gesehen, haben gesagt, dieser Typ ist einfach unglaublich. Und jetzt kommt, und dazu kam natürlich noch, dass der selber, wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, wir sehen ihn ja immer so als spuckenden, schwitzenden, schreienden, kreischenden, völlig idiotischen Menschen. Mhm. Aber die Leute damals haben ihn anders gesehen und haben ihn ja auch meistens nur gehört. Das ist auch ganz wichtig. Das stimmt, das darf man nicht vergessen. Und ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass der Umstand, dass Hitler auch mit Flugzeugen unterwegs war, was ja auch damals so neu war, den Menschen das Gefühl gegeben hat, er sei gleichzeitig überall, weil er wirklich 3 Auftritte in 3 Städten an einem Tag machen konnte. Das war der Wahlkampf, der große, genau. Er hat sich einfach auch modern gezeigt. Für unsere Augen heute ist das natürlich alles nicht nachvollziehbar, aber für die Leute damals war das eben so. Und das Ganze ist dann tatsächlich umgeschlagen sozusagen, und dann wurde auch sein Nimbus ein anderer, als diese wirklich schreckliche Schlacht um Stalingrad begann. Können wir nochmal ein Stück vorher, und zwar Stalin. Du sagtest, der hat völlig entsetzt reagiert. Ja. Hat Stalin von außen also auch gedacht, der Hitler wäre genial?
Also die haben sich unschlagbar oder sowas? Also die haben sich beide ziemlich gut beäugt. Also beide waren große Cineasten, beide hatten in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen so Kinosäle eingerichtet, haben sich tatsächlich nicht nur Wochenschauen, sondern auch amerikanische Spielfilme angeguckt. Ja. Und beide haben sich gegenseitig studiert und haben beide gesagt, der Typ hat was. Und sie waren von einer gewissen Achtung geprägt. Sie wollten sich beide natürlich gegenseitig übertrumpfen, man kann auch sagen vernichten. Mhm. Aber beide hatten schon auch gemerkt, okay, der andere ist jetzt kein ganz Blöder. Und wie er das macht, das nötigt mir dann auch schon einen gewissen Respekt ab. Zumindest in der Blutrünstigkeit haben die sich wenig genommen, oder? Ja, ob der nun der eine oder das andere Vorbild war für Hitler, ist dann ja später nochmal Gegenstand geworden, da kommen wir gleich nochmal drauf. Also inwieweit sozusagen dieser unfassbare Vernichtungswillen, den Stalin gegenüber seinen eigenen Leuten an den Tag gelegt hat, das ist wirklich, das macht einen sprachlos. Ja. Also Stalin, es war ein Schlechter, ein unglaublicher Typ, der hunderttausende Leute auf seinen Befehl hin hat umbringen lassen, einfach so. Ja? Einfach so, also einfach so. Begründet wird das auch haben, ne? Also ja, war aber der nicht paranoid? Der war völlig paranoid, ja. Aber der hat die Begründung war eben einfach so, weil die Ärzte sagte, die Furschen werden jetzt mal 4000 umgebracht. Oh. Dann hat er kurz bevor der Überfall der Deutschen stattgefunden hat, seine ganzen Offiziere umbringen lassen, mehr als 30.000. Im Grunde genommen war die Rote Armee führungslos, als die Deutschen einmarschiert sind, weil er vorher den Offizierskorps komplett und radikal ausgemistet hat, indem er die Leute einfach vor ein Erschießungskommando gestellt hat. Er hat in den 30er Jahren damit angefangen, die Kulaken, also die Bauern, von denen er sagte, sie hätten Getreide zurückgehalten und würden also auf eigene Rechnung verkaufen, umgebracht. Die Zahl schwankt so ein bisschen, aber 3 bis 4 Millionen werden es gewesen sein, die seinem Wahnsinn zum Opfer gefallen sind. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Immer mal wieder war eine andere Gruppe dran. Und im Grunde genommen, Hitler hat das gewusst und hat dann natürlich auch irgendwie war auch fasziniert, in Anführungsstrichen, immer gesagt, von diesem Irrsinn. Also sie waren auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Brüder im Geiste und haben so ein bisschen aufeinander geguckt, was nichts damit zu tun hatte, dass Stalin, als dann der Einmarsch tatsächlich ihm gemeldet wurde und es auch tatsächlich so war, erstmal für 4, 5 oder 6 Tage verschwunden war und sich erstmal mit der Pfeife in den Kreml gesetzt hat und gesagt hat, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er sich an dieses russische Volk gewendet und hat den großen Vaterländischen Krieg ausgerufen. Der Vaterländische Krieg war der erste gegen Napoleon, 1812. Und der zweite war eben jetzt der zweite große Vaterländische Krieg, das ist der gegen Hitler. Und es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann hat er dann doch diese vielen Menschen in der Sowjetunion hinter sich geschart und hat sie angeführt in diesen Krieg. Und deswegen ist bis zu seinem Tod sein Nimbus in der Sowjetunion unerreicht. Aber der hat im Grunde ja nur Glück gehabt, wenn er seinen Offizierkorps komplett hat erschießen lassen. Das hätte halt genauso gut in die Hose gehen können, mit einer quasi führerlosen Roten Armee, oder? Hinterher hätte fahren. Ja, klar. Das kann ich bin kein Militärhistoriker, das kann ich so genau nicht beurteilen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass jeder Krieg gegen die Sowjetunion von vornherein nicht nur schwachsinnig ist, sondern auch ungewinnbar. Also wenn man überhaupt solche Kategorien im Kopf hat. Ja. Weil das Land eben viel zu groß ist. Und Napoleon ist einfach in ein leeres Land gelaufen, weil die immer weiter zurückgewichen sind. Der hätte immer weiterlaufen können. Irgendwann ganz hinten, hinterm Ural, da hätte dann wahrscheinlich Schluss gemacht, weil er gar nicht mehr nach Hause gefunden hätte. Ja. Und in diesem Falle war es ein bisschen anders. Da merkten die deutschen Soldaten, dass sie zum Beispiel in der Ukraine und in den Randgebieten der Sowjetunion durchaus begeistert empfangen wurden, weil die Ukrainer sagten, es wäre viel besser, von Hitler regiert zu werden als von Stalin, weil mit Stalin haben sie nun wirklich jahrelang schlechte Erfahrungen gemacht, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Also Kulaken, das hat ja auch dort stattgefunden. Und aber die Strategie war sozusagen in drei großen Stoßrichtungen, sozusagen die Sowjetunion an drei Stellen gleichzeitig zu zertrümmern. Mhm. Und das hat eine ganze Zeit lang sehr gut funktioniert. Die Erfolge gingen weiter, die Fanfarenmeldungen über Siege kamen also über das Radio und die Deutschen steckten ganz beglückt Fähnchen auf irgendwelche Landkarten, wo dann jetzt die deutsche Armee gerade schon ist. Mhm. Und es war sozusagen betrunken,
So, und Stalin hatte aber wohl offenbar die Strategie verfolgt, dass er sagte, es gibt so ein paar Punkte, da werden wir uns massiv gegen wehren. Und einer dieser Punkte war eben Stalingrad. Und Hitler wusste, wenn ich Stalingrad kriege, dann ist der Mythos Stalin gebrochen und dann ist auch die Moral der Menschen gebrochen. Weil das ist natürlich klar, also wenn du in Berlin einmarschierst oder in Paris oder in Washington, dann ist sozusagen der Kopf erreicht. Und das ist natürlich für die Moral der Menschen nicht so richtig gut und für die Soldaten eben auch nicht. Naja, und wenn die Stadt dann auch noch so heißt, wie, ja, genau. Der Mythos. Das ist war ja der Punkt. Ja. Ne? Und insofern war also, deswegen sind die auch dahin und haben gesagt, also diese ist eine sehr bedeutende Industriestadt gewesen. Und deswegen war das also schon auch eine umkämpfte Geschichte. Und diese Schlacht um Stalingrad, ja, das ist also wirklich allerspätestens der Punkt, an dem dieser Krieg umkippte und an dem auch die Stimmung umkippte. Weil du musst dir mal vorstellen, dort sind insgesamt etwas über 1 Million Menschen gestorben. Also sowohl Zivilisten als auch Soldaten. Für nix. Na gut, das ist ja in jedem Krieg so. Die sterben ja eben immer für nix. Ja. Genau. Also etwas über 1 Million Menschen sind gestorben. Diese Schlacht hat ungefähr 3 Monate gedauert. Sie hat im tiefsten Winter bei einer eisigen Kälte stattgefunden. Nur 3 Monate? Ja. Also das Gefühl oder Bild, was ich so im Kopf habe, ist, die hat ewig gedauert. Nee. Also der ganze Krieg hat ja nicht ewig gedauert. Ja, das waren ja in Anführungsstrichen auch nur noch 4 Jahre. Aber diese 4 Jahre waren die schlimmsten zusammengenommen, wirklich die allerschlimmsten Phasen dieses Zweiten Weltkrieges, in denen also weitaus am meisten Menschen gestorben sind und am meisten auch zerstört worden ist. Also wenn du dir die Bilder von Stalingrad anguckst nach dieser Schlacht, das ist Gerippe. Das ist wie Köln um den Kölner Dom. Da siehst du nur noch Ruinen. Nur noch Ruinen. Und in der Mitte ragt der Kölner Dom hervor. Ja. Und so sah es ja auch in anderen Städten dann aus. Also da hatte der Krieg wirklich mit einer fassungslosen Brutalität zugeschlagen. Und sie sind auch da richtig aufeinander gekracht, die Deutschen und die Sowjetsoldaten und die Armeen. Und auf beiden Seiten, sowohl bei Hitler als auch bei Stalin, gab ein Aufgeben, ein Zurückziehen, ein Kapitulieren gab es nicht. Ja, also die Deutschen hatten Hitler sehr oft gebeten, ausbrechen zu dürfen aus dem Kessel, was einer Niederlage gleichgekommen wäre, aber es hätte Rettung für mindestens 100.000 Soldaten bedeutet. Sie hatten auch gefragt, ob man so kapitulieren könnte, um dann ehrenvoll in Gefangenschaft zu gehen. Auch das hätte Menschenleben gerettet und Hitler hat immer gesagt, kommt nicht in Frage. Und es wurde dann tatsächlich kapituliert auf eigene Kappe. Ich wollte gerade sagen, was mich immer so fasziniert ist, warum fragen die den überhaupt noch? Ich meine, vor Ort sehen die doch, dass das Ding zum Scheitern verurteilt ist und dass irgendeine Lösung her muss, die doch nicht darin bestehen kann, dass man sich komplett aufreiben lässt. Du weißt schon, wie Militär funktioniert? Ja, klar. Ah, okay. Ja. Und da ist Befehl und Gehorsam. Und selbst ein Generalfeldmarschall namens Paulus, der das nämlich da anführte, die 6. Armee, war sehr, sehr damit zu tun, hatte sehr damit zu tun, gegen Hitlers Befehl zu handeln, was er ja am Schluss dann gemacht hat, indem er sich sozusagen indem er aufgegeben und kapituliert hat, was Hitler zum Wahnsinn getrieben hat. Hitler hat gesagt, warum hat der Mann sich nicht selbst erschossen? Ja. Und früher haben sich die Feldmarschälle und Generäle ins Schwert gestürzt, wenn sie gesehen haben, die Schlacht ist verloren. Warum hat er das nicht auch gemacht? Also selbst an dem Tag, an dem wirklich Millionen von Leuten dann wirklich tot waren und in die Gefangenschaft gerieten und das eine ganz furchtbare militärische Niederlage war, hat Hitler noch in diesen Kategorien gedacht. Also völlig abartig und hat auch in keinster Weise an die Soldaten gedacht. Und wir haben für die Sendung am Wochenende jetzt 2 Soldaten mal zu Wort kommen lassen, die damals in Stalingrad dabei waren und sich so an kleinere Geschichten erinnern, die ich aber auch schon alle ziemlich absurd finde. Ich habe gesehen, dass Stellungen, die von Deutschen wieder kurzfristig zurückerobert worden waren, deutsche Soldaten waren, die in die rostende Köpfe eingetreten hatten. Nicht wenige. Kann man gut sehen. Bei der Kälte sehen Sie ja die Stiefelspuren. Ich habe mal eine Nacht in einem Bunker geschlafen. Da war es so unerträglich drin. Da standen sie alle. Es konnte keiner umfallen. Da waren auch welche zwischengestorben schon. Und da waren auch Leute mit Erfrierungen. Und das klingt ja bestialisch. Da bin ich durch so ein Fenster aus dem Bunker rausgeklettert. Kam dann auf so einen Schneehaufen drauf. Das waren lauter abgesäbelte Arme und Beine. Und da hat es mich sehr zerfetzt. Ich habe kein Schulterblatt mehr und ein zerschossenes Rückgrat und musste dann zurück. Und weit über den Schnee rief der Rittmeister dann zu mir rüber: Arschloch, bleib vorne! Deutscher Offizier geht nicht zurück! Aber ich kotzte Blut und also ich merkte, jetzt ist wahrscheinlich aus mit dir.
Hab dann in so einem dieser Unterstände erlebt, wie zufällig mein Regimentsarzt den Männern bei lebendigem Leib Arme und Beine absägte und selber Zigarette und nur Öllampen das beleuchteten und Hygiene überhaupt nicht, war ja gar nicht möglich. Tja. Da bist du sprachlos. Ja, weil ich nicht, also wie du eben sagtest, du weißt, wie Militär funktioniert. Natürlich weiß ich, wie Militär funktioniert und Befehlsketten und sowas. Mir ist das so unendlich fremd. Ich kann mir nicht vorstellen, bei so einem Scheiß überhaupt mitmachen zu wollen. Aber ja, auch das ist eine andere Zeit. Du sagtest ja eben, die deutsche Bevölkerung war halt absolut kriegsbegeistert. Wahrscheinlich wollten die auch noch mitmachen, ne? Naja, kriegsbegeistert habe ich nicht gesagt, aber so, es gab jedenfalls keinen nennenswerten Widerstand. Nur ich will dir mal sagen, also wir zwei sind die großen Glückskinder und die meisten, die uns jetzt zuhören, auch. Ja. Weil wir das alles nicht erlebt haben und weil unser Gabentisch zu Weihnachten immer größer wurde. Und bei den anderen, unseren Vorgängern, also Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, war das völlig anders. Für die war es normal, einmal in der Generation einen Krieg zu führen. Und der konnte eben schlimm sein wie dieser oder nicht so schlimm sein. Dann hatte man Glück gehabt. Aber Krieg wurde immer geführt und zerstört wurde auch immer. Und wir sind jetzt die erste Generation, oder vielleicht meint ihr die uns zuhören auch schon die zweite, bei denen eben nichts kaputt geht und das alles erhalten bleibt. Deswegen sind wir so von einem ungeheuren Wohlstand. Ja. Denkst du, dass das so bleibt? Oder denkst du, wir werden in Zukunft wieder Kriege führen? Sollen wir mal noch eine neue Rubrik aufmachen? Vrind Philosophie? Meinetwegen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin skeptisch, aber ich hoffe immer noch darauf, dass die Leute einfach wissen, was sie jetzt hier haben und deswegen friedlich bleiben. Was sie verlieren, genau. So, Stalingrad ist dann gefallen? Genau, Stalingrad ist gefallen, also die Kapitulation hat stattgefunden und zur gleichen Zeit haben die Alliierten in Casablanca sich getroffen und haben, Stalin war nicht dabei, weil er musste ja die Schlacht von Stalingrad noch leiten. Mhm. Und dann haben sich also die Briten und die Amerikaner getroffen in Casablanca und haben dort etwas gemacht, was dann den Zorn der Deutschen erst recht hervorgerufen hat. Nämlich, sie haben die bedingungslose Kapitulation als Kriegsziel ausgerufen. Und dann, ja, was denn sonst? Ja, man hätte auch sagen können, wir wollen auf einen Siegfrieden oder wir wollen auf einen Unentschieden oder wir wollen einfach aufhören und so weiter. Hätte man ja alles machen können. Mhm. Und also dann kommt diese bedingungslose Kapitulation und auf die bedingungslose Kapitulation, die wird natürlich in Deutschland bekannt, kommt dann also Goebbels auf die Idee, eine große Propagandarede zu halten. Das ist die berühmte Sportpalastrede, wo er den totalen Krieg ausruft. Und das war die Antwort sozusagen auf die Niederlage in Stalingrad und die bedingungslose Kapitulationsforderung in Casablanca. Hat das gereicht, den totalen Krieg auszurufen, oder war die Niederlage bei Stalingrad so demoralisierend letztlich, dass die Rote Armee dann vorrücken konnte? Also im Nachhinein sind wir ja alle klüger. Ja. Es hat natürlich nicht gereicht, aber damals konnte man das so nicht sehen. Und wenn wir jetzt mal nicht nur den Nazis die ganzen Verbrechen immer vor die Augen halten, sondern einfach mal überlegen, es könnte ja auch sein, dass sie einfach versucht haben, dann Politik zu machen oder Militärpolitik, wie du willst. Ja. Und in diesem Zusammenhang war die Idee, dann eine Gegenrede zu halten und die groß propagandistisch auszuschlachten, natürlich eine gute Idee, zumal... Und alle, die jetzt christlich verankert sind und in den Kirchen tätig sind und uns zuhören, die werden sich jetzt wahrscheinlich auf den Arsch setzen. Der Sportpalast war aufgebaut wie eine Kirche. Und es hatte hinten einen Fotografen am Fußende sozusagen gegenüber der Rednertribüne. Mhm. Und der Mittelgang war weiß ausgelegt. Und dort, wo die Rednertribüne stand, also wo Goebbels drauf stand, da war ein weißer Querbalken sozusagen gelegt auf dem Fußboden, als Teppich, weiß. Mhm. Das heißt, man konnte auf dem Fußboden ein Kreuz sehen. Mhm. Und damit war auch begründet, warum Goebbels mehrfach die Metapher benutzt hat, wir werden in diesen Krieg gehen wie in einen Gottesdienst. Und damit hat er diese... Natürlich, damals sind die Leute ja auch alle sonntags noch in die Kirche gegangen. Das heißt, die hatten diese Ikonografie alle im Kopf. Auch das. Die Kirche hatte ja einen relativ schweren Stand im Dritten Reich. Das waren ja die deutschen Christen, die hatten dann versucht, das so zu absorbieren. Aber natürlich Widerständigkeit und so, das hatte sehr viel mit Katholizismus auch in vielen Teilen. Nee, das meine ich nicht, sondern also du hast ja, da ist ja genau, ist ja auch im Grunde erst nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, dass keine alte Sau mehr in die Kirche geht und darum dieses Gefühl Kirche nicht mehr in sich trägt. Aber das dürften das die Gefühl, damals in Nord- Das war eindeutig, dass Goebbels damit eben den religiösen Teil der Bevölkerung oder den christlichen Teil der Bevölkerung ansprechen wollte. Und das ist ihm dem zum Teil eben auch gelungen, weil am nächsten Tag, also das Ganze endete ja, seine Rede endet da jetzt und nun Sturm bricht los.
Volk, steh auf und Sturm bricht los. Ne? Genau, und dieser Slogan wurde also ab dem nächsten oder übernächsten Tag auf Plakaten und in Zeitungsanzeigen und so weiter wirklich flächendeckend weitergegeben. Und es hat nochmal einen gewissen Aufrüttel-Effekt gehabt sozusagen. Aber trotzdem, was dann passierte, war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Da wurde ein Land von außen richtiggehend zerlegt. Ja. Und das wurde durch Bodentruppen gemacht, die also Stück für Stück Richtung Berlin marschierten und eben aus der Luft die unentwegt bombardierten und die Städte und Dörfer und großen Industrieanlagen in Schutt und Asche gelegt haben und damit den Nerv abgetrennt. Wann hatte das Deutsche Reich die Lufthoheit verloren? Naja, den Tag genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist so 44 wird das gewesen, gegen Ende erst. Und das war ein harter, schrecklicher, verlustreicher, blutiger Kampf am Himmel über Deutschland, bis also die Maschinen alle abgeschossen waren und eben auch diejenigen, die am Boden gebaut wurden, die Fabriken jedenfalls da kaputt gemacht wurden. Und man hat dann ja versucht, Fabriken in Tunnels zu legen und irgendwo in Felsen reinzuhauen, also irgendwelche Fabriken und Lagerungen und so weiter. Also man hat natürlich probiert, sich dagegen zu wehren, aber die Übermacht, eben weil jetzt auch Amerika im Krieg beteiligt war, die war einfach schlicht viel zu groß. Die Niederlage bei Stalingrad, ist in der deutschen Bevölkerung angekommen, ne? Das ließ sich nicht verbergen. Also das war groß. Also die nächsten Tage waren die Zeitungen voll damit. Überschrift ungefähr, sie starben, damit Deutschland lebt. Ja. Und damit wurde aus denen natürlich ein Heldenmythos gemacht. Und sie erlagen dann der feindlichen Übermacht und so weiter. Und es wurden allerlei fadenscheinige Begründungen geliefert, warum das so gewesen ist. Und es wurde aber eben nicht mehr die Niederlagen in den Vordergrund gestellt, sondern dieser heldenhafte Kampf, der ist, wenn wir das mal ganz so beiseite legen, es auch wirklich war. Also wenn Leute diesen Stalingrad-Krieg oder Kampf überlebt haben, was die, wie wir eben gehört haben, hinterher erzählt haben, was sie erlebt haben und dass sie das überstanden haben, finde ich tatsächlich übermenschlich. Kann ich mir nicht vorstellen und du wahrscheinlich auch nicht. Nein. Das sind einfach Strapazen, von denen haben wir keine Ahnung. So, und das wurde dann in den Vordergrund gestellt und die Niederlage sollte so ein bisschen nach hinten abgefedert werden. Aber es hat nichts genutzt. Der Krieg war tatsächlich verloren. Und die Rote Armee ist dadurch, hat es natürlich motiviert, dann erst recht, vermute ich mal. Ne? Naja, also über die Rote Armee bin ich jetzt nicht so genau informiert, aber so eine ganz tolle Armee war das auch nicht. Und das ist natürlich sehr viel Mythos dabei und sehr viel Legende. Tatsache ist einfach, dass sie diesen Krieg mitgewonnen haben, also mit den anderen Alliierten zusammen und dass das für sie extremst verlustreich war. Also die meisten Toten sind sowjetische Staatsbürger. Mehrere Millionen haben die. 20. 20? 20. Aber 20 Millionen. Inklusive Zivilisten oder nur Soldaten? Inklusive Zivilisten. 20 Millionen Sowjetbürger sind in diesem Krieg ums Leben gekommen. Insgesamt waren es 68,9 Millionen. Also dieser Krieg hat 68 oder 69 Millionen Menschen das Leben gekostet und weitere 50 Millionen sind obdachlos, versehrt, verwaist, vertrieben und so weiter worden. Also die Anzahl der Opfer ist weit über die 100 Millionen und davon mal ganz abgesehen, der Kontinent war komplett zerstört. Ja. Das hat es noch nie gegeben. Und diese Schreckensbilder, die wir alle in der Schule im Geschichtsunterricht oder im Politikunterricht gesehen haben und gehört haben, die sind eben für unsere Großeltern und Urgroßelterngeneration, das war Realität, das war Alltag. Ja. Und wenn ich mir diese Bilder angucke, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man aus diesem Haufen Scheiße innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder eine funktionierende Gesellschaft gemacht hat. Das finde ich wirklich faszinierend. Absolut. Und kann es nicht sogar sein, dass der Umstand, dass dieser Kontinent komplett zerstört war, dazu geführt hat, dass es ihm heute besser geht, als es ihm wahrscheinlich gegangen wäre, wenn es diesen schrecklichen Krieg nicht gegeben hätte? Also Krieg ist immer Modernisierung, so furchtbar immer, das klingt, immer. In dem Moment, wo du was kaputt machst, musst du es hinterher wieder aufbauen. Und das ist moderner als das, was du kaputt gemacht hast. Das ist ja einfach logisch. Und deswegen sind in Deutschland die Fabriken alle neu gewesen oder viele Fabriken neu gewesen und viele Häuser neu gebaut worden. Und in den Stellen und den Städten, die am meisten zerstört waren, eben auch am meisten Neubauten waren. Insofern kann man das jetzt drehen und wenden, wie man will. Der Kontinent war zerstört. Komplett zerstört und er wurde komplett wieder aufgebaut und das eben moderner als vorher. Ja. Aber es hat trotzdem, ich will noch einen Gedanken weitermachen. Ja. Diese Konsequenzen, die das alles hat, wenn man Kriege führt oder wenn eben solche Kriege da sind, möchte ich gerne mal an einer Gedankenkette vorstellen sozusagen. Also es hat irgendwann den Ersten Weltkrieg gegeben.
Ja, 1914 begonnen, 1918 beendet. Dieser Erste Weltkrieg war der Versuch der europäischen Großmächte, die Weltmacht zu erringen. Jeder hat gedacht, ich kann das schaffen. Und deswegen führen wir jetzt mal einen Krieg. Dieser Krieg endete mit einer kompletten Niederlage der Mittelmächte, also Deutschland und Österreich-Ungarn. Dann wurde ein Vertrag gemacht, der Versailler Vertrag, und da wurden allerlei Dinge beschlossen, die ausschließlich zulasten der vermeintlichen Urheber dieses Krieges geht, und zwar der vermeintlichen alleinigen Urheber, nämlich Deutschland und Österreich. So, und Deutschland und Österreich waren also die Urheber. In Deutschland hat sich dann sehr schnell ein Revanchismus hervorgetan, hat gesagt, also das akzeptieren wir nicht, das ist ein Friedensvertrag, an dessen Aushandlung wir gar nicht beteiligt waren und das wollen wir revidieren. Diese Revision hat sich Hitler auf die Fahnen geschrieben und er hat den Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen. Dieses Mal waren wir tatsächlich alleine schuld, weil den haben wir tatsächlich angefangen, mit der Begründung in Anführungsstrichen den Versailler Vertrag zu revidieren. Der Zweite Weltkrieg wurde ebenfalls heftig verloren und als Folge dieses Zweiten Weltkrieges wurde Europa geteilt und Deutschland. Also wir erinnern uns dann alle an den Kalten Krieg mit der schönen Aussicht auf 10-fachen Overkill etwa, weil also auf beiden Seiten so viele Atomwaffen rumstanden, dass man sich gegenseitig etwa 10-mal hätte umbringen können. Was für ein Irrsinn. So, und dann wurde die Teilung Europas durch vielerlei Umstände, auf die wir jetzt hier nicht eingehen, 1989, 90 und folgende aufgehoben, also Europa wieder vereinigt und Deutschland auch. Und wir bezahlen bis heute einen Solidaritätszuschlag, um die Schäden, die vermeintlichen Schäden, die diese Teilung nach sich gezogen hat, in Ostdeutschland aufzuheben. Ja. Jedenfalls noch ein paar Jahre. Das heißt also, wenn du das jetzt so mal diese Kette akzeptierst und sagst, der Erste Weltkrieg, dafür bezahlen wir heute eigentlich immer noch. Ja. Und da sieht man einfach mal, wie wichtig das ist, tatsächlich wichtig es ist, alles zu tun, um diesen Frieden zu erhalten, damit eben genau diese irrsinnigen Schäden nicht entstehen. Und es ist immer noch 100.000-mal billiger, viel Geld für irgendwas zu bezahlen, als es nicht zu bezahlen und deswegen einen Krieg zu beginnen. Die Idee eurer Sendung auf D-Radio Wissen, eine Stunde History, ist immer ein Link in die Gegenwart zu setzen aus diesen historischen Ereignissen. Was ist der Link in die Gegenwart? Abgesehen davon, dass Deutschland, wie es existiert, nur existiert, weil das alles passiert ist. Aber das gilt ja auch für Karl den Großen. Wäre der nicht gewesen, wäre Europa ganz anders. Das wäre zu einfach. Nein, also es gibt zwei Sachen, die tatsächlich wichtig sind. Und zwar erstens, es ist immer noch manchmal jedenfalls zu hören, dass Vergleiche gezogen werden und Dinge gesagt werden, die wirklich den historischen Tatsachen nicht entsprechen, wo man dann auch ganz schnell für abgewatscht wird. Und das Zweite ist, und da ist das dann eben sehr hochgegangen, in den 80er Jahren zuletzt richtig massiv, hatten wir einen gewaltigen Streit in Deutschland über die Frage eben, wie ist das eigentlich alles entstanden? Und die Ausgangsfrage war, wenn doch Stalin tatsächlich korrekt, historisch korrekt, vor Hitler an der Macht war und wenn doch Stalin vor Hitlers Judenvernichtung schon die Kulaken vernichtet hat und die Offiziere vernichtet hat und die Ärzte umgebracht hat und so weiter, dann könnte es doch sein, dass Hitler das alles gewusst hat und dass er, um sozusagen dem vorzugreifen, dass das auch in Deutschland passiert, im Prinzip so einen vorauseilenden Überfall gemacht hat, um dem zuvorzukommen. Das ist doch Quatsch. Und dann wäre der Faschismus sozusagen die Antwort auf den Bolschewismus und dann wäre der eigentliche Urheber der Missetat Stalin und nicht Hitler. Er wäre sozusagen nur der Schüler, der gelehrige Schüler. So, mit Verlaub, das halte ich für absoluten Unsinn. Also dann hätte es ja gereicht, Polen und Ukraine als Pufferzone zu halten. Ja, wir wollen jetzt nicht werten über Leute, die 1980, das waren alles kluge Leute, wirklich. Da hat die deutsche Intelligenz hat sich darum geschlagen in vielen, vielen Zeitungsartikeln und Büchern. Natürlich ist dann letztendlich dabei rausgekommen, dass es nicht so gewesen ist, sondern dass das ein von vornherein beabsichtigter Krieg war, den Hitler da geführt hat. Den hätte er vermutlich auch geführt, wenn Stalin keine Kulaken umgebracht hätte und keine anderen Missetaten begangen hätte. Aber da er sie nun mal begangen hat, werden dann so Zitate von Hitler rausgeholt, diese berühmte asiatische Tat. Ich weiß nicht, ob du... Noch nie gehört. Ja, hast du 1984 mal gelesen? George Orwell? Das ist Nein, so ist auch her. Kein Nein, Problem. Das ist Schule.
Ja. Da wird, also da geht es um staatliche Überwachung und um Gesetzestreue und dass die Menschen dem Staat zu dienen haben und keine eigene Meinung haben dürfen. Und da wird ein junger Mann gefoltert, um den Namen seiner Freundin herauszugeben. Und der wird dadurch gefoltert, dass er gefesselt wird, auf einem Tisch liegt und über seinem Kopf ein Käfig gebaumelt hat. Und in diesem Käfig saß eine dicke, fette, aber sehr hungrige Ratte. Und man hat ihm gesagt, wenn du jetzt nicht auf der Stelle das Geheimnis preisgibst, werden wir diese Ratte freilassen und sie wird dein Gesicht zerfressen. So, und Hitler hat tatsächlich mal gesagt, und zwar nachdem Stalingrad gefallen ist, dass man sich das doch gut vorstellen kann, dass jetzt die in Gefangenschaft geratenen Offiziere angesichts dieser asiatischen Taten und dieses Käfigs, dieser asiatischen Ratte, dann auch sehr viel Geheimnisse preisgeben werden. Und daraus wurde dann gemacht, er hat das also gewusst, er hat diese Orwellsche Version irgendwie mitgekriegt oder er hat das, was Orwell hinterher im Roman geschrieben hat, hat er mitgekriegt, weil es tatsächlich wohl eine Art Foltermethode der sowjetischen Geheimpolizei war. Und daraus schloss man dann, dass er sich sehr damit auseinandergesetzt hat, was für Verbrechen im Stalinschen Reich stattgefunden haben und dass er sozusagen dadurch ein gelehriger Schüler geworden ist. Ich habe das damals für Mist gehalten, ich halte es auch heute für Mist, aber es zeigt einfach, wie sehr dieser Krieg und diese Wahnsinnstat des Holocaust, das ist ja etwas, was wir noch gar nicht hier jetzt behandelt haben, Ja. Aber dieses alles hat ja nur stattfinden können, weil die Wehrmacht nach vorne gerückt ist und weite Teile Europas besetzt hat. Und im Rücken der Wehrmacht fand der Holocaust statt. Ja. Ja? Also andersrum, ohne Wehrmachtsvorrücken kein Holocaust. Weil wo hätte er denn stattfinden sollen? In Deutschland hätte man das nicht machen können, aber im besetzten Polen schon. Mhm. Dazu musstest du aber Polen erst besetzen. Na wieso? Ich meine, wir haben es ja in Deutschland auch gemacht. Nein, die Vernichtungslager standen nicht in Deutschland. Stimmt. Sondern die waren ausschließlich in Polen. Und insofern, das war auch mit Absicht, weil also sie wussten schon, wenn das in Deutschland passiert, dann werden vermutlich die Reste der katholischen Kirche aufstehen. Das ist ja auch bei der Euthanasie so gewesen. Ja. Und bei Menschenversuchen und derartigen Dingen. Also das war ihnen schon klar, dass das nicht geht. Also musste man das irgendwo im Osten machen. Und dazu hat man irgendwelche leeren kleinen Dörfchen genommen und das da eben gemacht. Was du eben beschrieben hast, das nennt man Historikerstreit. Ne? Das ist der Historikerstreit, der war Mitte der 80er, genau. Hat das, also diejenigen, die gewonnen haben, das sind natürlich jetzt honorige Wissenschaftler und die sind hoch angesehen. Die anderer Meinung waren, hat das denen geschadet? Also sind da die Historiker selbst beschädigt durch? Nein, das ist ein intellektueller Streit gewesen. Der wurde einfach mal diskutiert, auch zur Klärung. Ich fand das im Nachhinein, fand ich das ehrlich gesagt sogar ganz gut. Mhm. Weil dieser Frontalangriff auf das bis dahin existierende Geschichtsbewusstsein bewirkt natürlich, dass man sich dieses Geschichtsbewusstsein nochmal versichern muss. Ja. Und das bedeutet, du musst drüber nachdenken. Und das ist tatsächlich, hat tatsächlich stattgefunden. Es gibt wirklich dicke Bücher darüber und viele Zeitungsartikel. Und ich sag mal, jeder, der irgendwie von Rang und Namen war, hat sich zu diesem Punkt geäußert und eben dafür gesorgt, dass es dann zu einer Klärung kommt. Aber auch immer weiter ging das, dass man, ich sag mal, Philipp Jenninger, der also eine völlig missratene Rede in Angesicht von Ida Ehre hielt, die also im Deutschen Bundestag über den Holocaust gesprochen hat, der also immer vergessen hat, seine Anführungsstriche mitzusprechen. Ja, er hat sie zwar geschrieben, aber nicht gesprochen. Hertha Däubler-Gmelin, die war mal Justizministerin, hat einen völlig misslungenen Vergleich gemacht, indem sie also einen Vergleich zum Dritten Reich gezogen hat, der wirklich vollkommen absurd ist. Adolf Nazi war das Wort, was sie gesagt hat. Ne? Also immer, wenn man innenpolitisch Probleme hat, geht man außenpolitisch kämpfen. Das hat schon Adolf Nazi sogar. Wen hatte Gmelin das noch gesagt? Das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls, das war so einer, der mir jetzt gerade einfällt. Ja. Man müsste das mal ein bisschen recherchieren. Da gibt es jedenfalls ganz viele, die auch dann zum Rücktritt geführt haben und wo man einfach sagte, das geht eben so nicht. Und wenn du heute dir die Debatten anguckst, und da bin ich dann wirklich jetzt bei uns und jetzt, die wir teilweise mit der AfD führen, wo einfach Ressentiments ins Programm reingeschrieben werden, die konstituierend waren für die NSDAP. Ich sag mal, ein völlig
auf die eigene Ethnie bezogenes Familienbild, das Herabsetzen und Herabwürdigen von anderen Religionen, das Über- und Untereinanderstellen von Einstellungen, also die Intoleranz gegenüber anderen und abweichenden Meinungen etc. Das sind alles Dinge, die kannst du bis zum Alldeutschen Verband von 1891 und zwar direkt zurückverfolgen. Und der Slogan Deutschland den Deutschen, ja, der ist nicht neu, sondern der ist schon in der Weimarer Republik von den Rechten und von den Rechtsextremen genannt worden und geschrien worden. Also da kommt das alles wieder hoch. Und meine Warnung an alle, die heute zuhören und die sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen, das Allerschlimmste, und das ist der Anfang vom Ende unserer Gesellschaft, ist, wenn wir nicht mehr akzeptieren, dass Leute andere Meinung haben als wir selber und wir sozusagen eine Bewertung vornehmen und sagen, naja, die sind alle kriminell. Und sagt, wenn die alle kriminell sind, dann kommen sie vors Gericht und fertig. Und vor Gericht interessiert es niemanden, ob sie Moslems, Juden oder Christen sind. Sondern interessiert nur, ob sie irgendwas gemacht haben. Und wenn sie was gemacht haben, werden sie verurteilt. Das ist vollkommen klar geregelt und das reicht auch. Ja, wir müssen niemanden sozusagen unter unseren Scheffel stellen und wir müssen niemanden zwingen, irgendetwas zu tun, was wir wollen, sondern wir sollten jeden so lassen, wie er ist. Das ist ein individuelles Grundrecht, das wird hier vom Grundgesetz garantiert. Aber wie begegnen wir Intoleranz? Ja, das ist wenn natürlich... Nicht durch Intoleranz. Ja, das ist natürlich jetzt eine lange Debatte, die führt von unserem Thema weg, aber selbstverständlich, es gibt irgendwie rote Linien, die darf man nicht überschreiten. Ich bin bei mancher Talkshow, wenn ich da so die Vertreter der AfD rumsitzen sehe, nicht mehr überzeugt, dass diese roten Linien eingehalten werden. Aber wenn wir die einhalten, dann ist das zwar irgendwo auch intolerant, aber begründet aus unserer demokratischen Verfassung heraus. Und das ist etwas völlig anderes. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte, bitte. Die passende Sendung Eine Stunde History zu unserem Thema, die ist vom 19.06.2016 und läuft an diesem Tag um 19 Uhr. Wer redet, ist nicht tot.